Das mal gelichtet werden, weil es so verblasen hat, wenn wir angefangen haben, oder? Ist auch hier verblasen? Ja. Finde ich schön, schaut jetzt aus. Wir ja sozusagen die Vollverbrecher sind. Und hat den seine Kreditkarten mitgehen lassen. Und bei der Grenze haben sie ihn gefragt, ob er auch Geld mit hat. Er hat gesagt, Bargeld habe ich keines, aber der Chance, da habe ich eine Kreditkarte. Auf der Kreditkarte stand der Name des Opfers. Den haben sie gleich gehalten. Und ungefähr so, jetzt sind wir die Ballade von der zugesperrten Kredenz, die der HC Altmann geschrieben hat in den 50er Jahren. Die Musik von Herrn Kötz, die wir wiederum bearbeitet haben. Die Ballade von der zugesperrten Kredenz. Hat den Pass verkauft, dass keiner etwas fand. Und zu der Dings, da geht's nur in der Nase, schaut der Stil und wirklich drin, da drüben an. In dieser Kernbus, die da drinnen lobt, so sag ich zu meinem Haberlein, Robert, soll dir vielleicht ein Tausender zur Not, den Schirm und Hilfern hat's kein Dings nicht zugesperrt. Jetzt wird der Pfister Schluss, das sag ich ihm. Mach ich der Bude drauf, dann schließt und der was schwer. Mir werden die Leute miteinander zunken, wie er mal so tausende seine tausend mehr. Der Leute ist noch ganz zu ihrer Schwester und ins Kaffeehaus sein Profumadier. Doch für sie echt die Müsse in 62er sind nicht gestanden vor der Wohnungsleer. Der Dorsten war ein Werk nur der Minute, der Robert sagt, wir haben ein Maß verlangt, die Hocken, die ist heute lange Dutte, am Jungs Frieden war sie erste schon. Wir haben gesucht, am mindestens zwei Stunden, vor der Malure, Not von da zu groß. Auch einmal immer, wie wir vor der Tür steht, ist das die Rolle der weißen Bringstraß. Schon war der Hinsing in der Filterkugel, und bei der Schreie steht ganz auf der Stieg. Mit einem Bubenwalter hab ich eine ihr gegeben, sodass sie leider nicht mehr aufgestanden ist.
7,6. Und wem das eigentlich ist, weiß ich gar nicht. Das wird sicher der Arbeit, der wesentlich ein interessanter Leser ist aus jeder Hinsicht. Wir lesen aber nicht so, wie man es merkt. Aber wir liebt sie. Ich glaube schon mit der Sonne. Ja, aber Leute, ich muss nicht nach dem Partyzimmer draufdrehen. Also, Bert Bock hat den Text geschrieben. Und Henzi Neubrand hat ein Lied geschrieben, extra für unsere zahllosen Freunde am Zentralfriedhof. Für die Toten. Für die Toten. Also gut, ja. Aha, ja. Ist es eher hell, nicht alles mag stur. Nee.
Nächste Lied. Mein Liebsten Philippi, wo ich wirklich erstaunt war, dass so ein Lied wie das, wie wir es jetzt sehen, nämlich alle drei, nicht eine uralte Volksweise ist. Sondern dass es wirklich einen Komponisten gibt und einen Texter und er ist nicht einmal so weit weg von uns. Er ist in den 20er, 30er Jahren dieses Lied geschrieben. Und weil das Lied auch ohne Grund vom Grund sein. Dazu mache ich jetzt die Geschichte für alle drei. Und die Grau.
dumm und die Ehen froh. Und erst wie Not fährt, ohne dich. Ich hab im letzten Sommer an dem Ostweg nur bis ans ins Hefen kommen. Sehr viel Leid, alles dort wohl rum. Ob dir das noch nicht gut passt, aber wie so viel Not war mit dir. Nein, ist ja wurscht, ich will nicht zu viel verraten. Das Lied heißt, Push and Go. Ich hab Zeit und Wissen und so. Dann löst es auf mein Irrladen, das Fenster brennt ein. Es war das Stern und nicht erfunden. Es steckt uns bei der Wohnung sehen, was noch mal alle dann. Ja, kommt wieder offen oder kurz. So hat man was zum Ausstellieren, wie schlecht die anderen sind. Für die eigene Tramurie rasselt, dass ihr Satz und wenn man nicht aussetzt, das war ja nicht so schlimm und negativ. Nur dass ich schlafen war, fress und der andere fress und es versägen, wo ich's mir nicht anbiet. Dann ist ein Fetzen das Platz bei der Passion war schon fünf in der Früh, als wir ein Häsel aus dem Wasserboot. Jetzt siehst du nichts mit Dorf zum Kreisler, bringt sich an der Fuhr und zählt sich mal Kreuzung an bei Rot. Ihr sagt, ihr habt's grad Zeit nicht und für gar nichts an Geduld. Die Kinderstube ist längst schon in den Blüher. Es sagt uns bei den Ärzten um, es war eine Krankheit schuld. Alles geht das für die Sturheit nichts dafür, dass ihr unnötig seid. So wird man nicht aussetzt, das war ja nicht so schlimm und negativ. Nur dass ich schlafen war, fress und auf andere Fötze, selbst versägen wollt's mir leid an mich. Dann ist ein Fetzel schön und fährt zur Fehlergrest, ist das so praktisch, psychisch, ist das gut. Ist das was Liebe gewesen, nur der Handlustlös und kann am Husch, wie der, mit der Ruhe. Ihr wollt's auf Peter vorher sagen, sie wird 100 Schläge. Aber was nicht, wenn er bis zur Kirche kreuzt? Let's go, wie vor das Kumpel. Und wird so nicht fertig. Bei Tode Hund und Füßen Hochzeiten hört's. Doch B, wenn ein Kuss nicht passt, dann sagt's Geld ein B. Des großen Quatschen und mit Polizei. Sagt's blutgierig und zierlich, von Gefühle kalte. Bedämpft die Hedl so mit Schreierei, dass ihr unnötig seid. So nett und nicht aussetzt, das war ja nicht so schlimm und negativ. Nur dass ihr schlafen auf Rätz und auf andere Fett, soll es versägen, wollt's mir nicht an mich. Dann ist der Fetzen schön und fährt auf Wettergräß, jetzt hat so praktisch psychisch jeden Sturz. Ich sag's als Liebe, bin ich nur mehr ungustlös und dann ein Husch, wie der mit Grün. Husch! Ja, es hat 100 und blitzt, hat es auch, glaube ich, und wie steht er das? Ein Tropfen.
stört das schon, weil ich habe natürlich tiefstes Mitgefühl mit den Leuten, die im Freien sind. Aber du bist kein schlechter Mensch. Du musst ein bisschen einreden, weil du findest, dass schlechte Menschen interessanter sind. Die besten Leute, die ich gehört habe, die sind immer schlecht. Naja, aber das sind immer alle. In Wirklichkeit kennen wir schon lange und ich kenne auch sein Zuhause, seine Frau, seine Kinder, seinen Hund, seine Wohnung. Und in Wirklichkeit ist er ein guter Lodge, ein gutmütiger, ein herzensguter Mensch. Ich glaube, der hat was gegen mich. Da ist mir nicht warm. So. Das nächste Lied ist jetzt wieder von mir, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht dazu sagen brauchen. Das Lied heißt, der Freude geht noch klarer. Kein Abend gibt es keine Freude mehr. Der Freude geht noch klarer. Heute Abend gibt es keine Freude mehr. Die letzten Hosen haben sich schon verbrissen. Du bist außer auf die Gossen. Weil du wollt das lieber gehen, als das da noch sinnlos umeinander steht. Draußen geht ein kalter Wind, du hast nur den dünnen Mantel, nur eine Hand, die freut die Erde hier sehen. Und der Feuer wird immer klar, heute Abend gibt's kein Feuer am Wind. Bei der ersten fernen Bar, haut's ja gleich wieder aus, weil auf Unkunstum wird die Songs stehen's nicht. Und du schwierst dir's nicht gut, und du denkst dir immer schwer, du bist besoffen, das schon irgendwie nimmer geht. Und jetzt damals noch vorbei, wo die Huren alle stehen, und die Rufen, Hunde, Gecken, Hecken. Doch der Fall wird immer klar, heute Abend gibt's keinen Fall mehr. Wenn's dann heimkommst in der Frühe, hast den Windwand aufs Bett. Es ist eh wurscht, wer sie ist nimmer da. Du hast dir noch einmal gesagt, dass du auf die Nerven gehst. Aber jetzt kommst drauf, sie geht herum. Jo, jetzt hast du große Freiheit und der hast du nimmer traut. Nur allein ich seh es nicht so schwer. Und der Fall wird immer klarer. Heute Abend gibt's kein Feuer, der Feuer wird immer klar. Heute Abend gibt's kein Feuer, der Feuer wird immer klar. Heute Abend gibt's kein Feuer. Drink or lava, and so.
vom Marmorberg. Die er mit Frieden, mit Schwerden, Gott stand. Denn ohne ihn, ohne ihn, doch ist nicht viel. Die Sehnsucht allein ist das sicher ohne sich. Es schwebt und geht in den Wind, in dem wir uns fallen. Variton, es schwebt und geht in den Wind, in dem wir. Geh ich zu einem anderen Sitz, aber kaum, dass ich mich hinsetz, rückt sie mir schon wieder der Blitz. Und sie sagt, sie wird jetzt denken, dass ich furchtbar lästig bin, aber dort, wo ich jetzt sitze, scheint so sehr die Sonne hin. Mach nicht, sag ich, du musst nur platzen, weil ich steig ja eben hier raus. Und sie setzt sich dankbar nieder, doch Frau Chaos dazu raus. Schlägt sie gleich fast aus dem Wagen und sie nimmt mich bei der Hand. Gehen Sie auch ins Opernkino? Ja. Also gehen wir wieder nach. Sei immer höflich, sei immer nett, hat meine Mutter mir gesagt. Sei immer höflich, sei immer nett, da bist du stets und das Mensch steht voran. Ich bin da nicht sicher. Bei der Kassler ist ein anderer, aber sie trägt sich vor. Zweimal in der siebten Reihe. Übertönt sie einen Chor von Protest und Gemurmel. Hauptsache ist doch ihr Sand drin. Und sie steuert mit bestimmter zu der Eingangstüre hin. Drin, da ließ es ziemlich finster und wir setzen uns ganz fix. Plötzlich sagt sie, also wirklich auf dem Platz, da seh ich nichts mehr von mir, hat einen Hut auf, das ist wirklich widerlich. Bitte schön, du mein Dosch, sie ist aggressor. Und sie geht natürlich. Das Gemurmel schwitzt so auf, schreit und man putzt uns aus dem Saal, wir mal wieder draußen stehen, sagt sie. Bis zum nächsten Mal, ich war so gern mit der U-Bahn, weil die Leute so höflich sind. Aber so einen netten Menschen wird man sicher nicht so geschwind. Wissen Sie, was die blöde Funzen reden? Was? Genau. Sollte ich sie noch einmal treffen, spring ich gleich aus dem Balkon. Jetzt sind sie mir eine drüber, dass ich völlig krank bin. Weil ihr Fleisch und da schon. Und sie auch kein Schlüssel drin. Sei immer höflich,
Sei immer nett. An meine Mutter, an mir gesagt. Sei immer höflich, sei immer nett. Da bist du stärk, so ist der Inch gefragt. Sei immer höflich, sei immer nett. Auch der Vater hat mich gestorben. Sei immer höflich, Bruder, sei immer nett. Da bist du Mensch und etwas wert. Jo, jo. Hätte Tüter schupfen,
sie auf frische Socken an. König Köppi schläft er sich so elegant. Stirbt die Fester Brennantine seine Roten an. Putz die Schmügel oder hat er sich gespannt. Wer wird uns hat, was den er leer gefüllt. Er ist perfekt so. Auf der Ecke trifft der Tante mit, sie lasst der Tüte, dass die Winter bin am Höher aus dem Holz. Ihre Gärung ist die Seine, gast im Zettel und schick, sie hat die Beine und wächst den Pferd und den Holz. Wer wird uns hat, was den er leer gefüllt. Er ist perfekt so. So gehen die Kleinen mit Vergnügen, sie zum Dumpser hin. Vor der Gardrunge sehen sie den großen Schild. Die bitte Gäste werden höflichst gebeten, die ganz Lokalitäten um ein Messer zu betreten. Da legt der Schuh die Pferdl, ohne lange zu reden, sehr deutschen Weiler hin. Die Witze holt die Taschen immer antrieb. Da fährt mit Schwung und der Lange schraubt der Kind am Papa. Gespielt von Charlie Hopper, Steins, Golden Bus aus Herrn Ous. Und wenn der Lastig zieht, die sich von selber versteht, schreibt der Ferdinand die Witze aus Baguette. Das ist ziemlich überfüllt, schon. Weil bei uns ist er eh schon wissen, perfekt so. Das erste Montanz sind paralysiert. Aber nur meine Kritik, ich bin ja in der Trippanhof. Er lässt die Dom doch noch hoch, dass sie giebelt. Wo auch der Fernseher, das ist ein gesöchter Hof. Und gleich wie man steht ein junger Mann, der glaubt, was ich auf der Ferdinand gemeldet haben kann. Er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der Schulte Firma hat ihm nämlich einst die Wiese entführt. Er hätte das gemeint, doch hat der Schläger rein. Du fährst mit den Tieren in die Luft hinein. Er ist sehr desperat und er weiß, wie kann da. Weil er ist nicht so blöd, er weiß, wie der Gartropen liegen hat. Ich traf hier die Wiese. Röhrigen Freude, die Wiese hat ja noch ein Wiese. Ihr hört sich an, gibt dem Gegner einen ziemlich kleinen Stesser. Zu diesem Stesser wird der Überste auch sich ausparkiert. Am anderen Ende fliegt der Traurig an der Wand. Und fühlt sich selbst an, die Ringe sich am Boden. Das unser Ballerütz gibt wahrscheinlich am Boden. Der Rocker hat der Wahl und der Trüber gleich am Toben. Sie schütteln sich die Hand, der Beutel sind die Finger, die Hand aus dem Wand. Oh, und der Ferro seinen Floscher. So damit sie rät was Lisa aus der Dusche. Doch die Witze schreit. Ja, der Witze schreit, ich hol mal hier mit der Schutz. Und die Federstand hat schon gefährt, wer los war, hat die Übermacht in Ziele gepackt und hier. Ja, die Dame Freude, dass er schwer los war, dass er mit Palme und Schutz gefühlt. Und der Witze, so oft der Maschere brummt. Zwei Bömer mit Bomben. Doch nächsten Freitag zieht der Schuss die Fähre frische Socken an. Grün und Geschäft, das ist so elegant. Spielt die Fenster, Primatine, seine Locken an. Putz die Schuhe, aber hat er sich gespannt. Der Höppel Dunzer, draus den er leer gefällt, ist wieder am und perfekt so. Der Pinter ist da? Ja. Pinter ist da? Servus, Pinter! Servus, Pinter!
Ich habe das jetzt so viel spielen. Bravo! Ruf Jura, das ist ein großer Text. Thank you.
Lüftgeld. Das ist schwer. Aber bevor der Adi vielleicht ja, ich muss sich ja nicht dazu zu überreden sein, als letztes Lied von seinem Lieblingslied aus der Heimatstadt. Sie könnte vielleicht nur ganz kurz meinen Unmut über gewisse Situationen zu befriedigen. Das ist ein Wunschruf von mir. Ah, ja. Das hat mir jeder Mensch. Weißt du aus? Ich finde, also, man treibt uns ganz schön. Naja, sind sie aber. Nein, ich sag's nicht. Nicht wahr. Das heißt einfach, und das ist sehr kurz, weil ich habe auch nicht viel zu hinterlassen in meinem Testament. Ich bring mich um, ich hab genug, die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach einen, und vorher mach ich noch mein Testament. Mein Hirn ist leer. Die Polizei, ja, die hat eh keins und die nimmt es sicher gern. Mein Körper schenke, darum Medizin. Und nur mein Ohrschlag gibt's Finanzamt Wien. Sie hat gesagt, ich habe da so ein Abfallprodukt meiner großen Schöpfungen. Und ich habe aber gefunden, so wie überhaupt. Also die Abfallprodukte, wenn man ins Weltall aufgefahren, ne? Also das mit dem Weltall, das interessiert mich weniger. Die Abfallprodukte, also die Kugelschreiber, die uns so das zeigt, das ist was nicht falsch. Und da gibt es ein Abfallprodukt, ein literarisches, und das geht so viel. Das ist dann irgendwie. Der Schmerz ist groß. Das Herz ist klein. Das kann doch nur die Liebe sein. Ist leider, gell? Wir wissen alle nicht, von was wir reden, aber das ist ganz klar. Ich bin ein Winzer. Ich glaube, die fangen zum Lachen an. Also. Ich muss Linzer, weil in die Grenzeralben, die ersten Rillen, die in die Grenzeralben drin sind, hassen die Linzer ganz. Man weiß, dass aus der Steiermark, aus Oberösterreich, aus Salzburg, die Rillen nach Wien gekommen sind, da haben sie die Leute noch relativ wohl gefühlt, dann sind sie auf Salzgriff zum Saufen gegangen. Dann haben sie den Blues gekriegt. Und das ist dann die Wiener Musik geworden. Ne? Aber ich komme aus Linz und möchte irgendwas machen, damit diese Stadt ein bisschen rehabilitiert wird nach Linz. Nicht den besten Rücken, was soll man sagen. Sie ist noch hält,
die Tränen abbannen, was wir ergeben hoch, weil so wie in der Hohen, in dem Lusam
Ich muss sagen, Papa, das ist halt der Weg.